Oh, das ist Michael. Hello, Michael. Ich habe dann schnell gecheckt, dass zwischen mir und Alejandro, das wird nichts. Geil. Ich habe leider kein Foto für Michael heute. Hi, mein Name ist Nico und ich habe ein Handy. Wer hätte es gedacht? Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich habe in letzter Zeit sehr viele Werbungen auf Instagram bekommen. Primär so Schwielen mit schwulen Charakteren, so Gay Games, Gay Apps, Find Your Flirt, Get New Experiences und so weiter und so fort. Und ich dachte mir so, das ist ein Video. Ich kriege so viele Werbungen auf Instagram von so Spielen, von Gay Games, keine Ahnung was, dass ich mir dachte, ich mache heute mal ein Video zu diesen Spielen eben und spiele hier mal so ein bisschen heute mit euch und guck mal so rein, was da so passiert, was da so abgeht, was da eben nicht so abgeht. Und ja. Ich bin also dann in meinen App Store gegangen, habe nach Gay Games geschaut, unter anderem. Und Spiel installiert und heute will ich euch davon drei Spiele präsentieren, die ich eben gespielt habe. Wenn ihr einen weiteren Teil davon sehen wollt, gebt gerne nach oben, das zeigt mir eben, dass ihr das eben wollt, logischerweise. Das erste Spiel, das ich gespielt habe, heißt My Virtual Boyfriend. Also ein virtueller Boyfriend oder ein virtueller fester Freund auf deinem Handy. Und ich dachte mir so, jetzt erstelle ich mir meinen Virtual Boyfriend und habe auf die App geklickt und war erstmal richtig geschockt. Limited Offer, get them all. Immer diese scheiß Angebote. Ich will das auch gar nicht. Get them all. Nein, ich will das nicht haben. Cancel. Dankeschön. Oh, das ist Michael. Hello, Michael. Ich werde ganz sicher jetzt nichts kaufen für 27 Euro, einen Virtual Boyfriend auf meinem Handy zu haben, der sowieso nichts kann. So, what the fuck, no. Das Spiel hat einfach, wenn du es voll aussetzen willst, 27 Euro gekostet. Ob das jetzt ein Fixpreis war oder ob du es jeden Monat zahlen musst, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich fand das auf jeden Fall sehr viel. Gerade weil das Spiel nur, soweit ich weiß oder was ich gesehen habe, aus Chats mit virtuellen Bots eben besteht. Aber die sahen gar nicht so schlecht aus. Okay, wir haben hier Michael auf jeden Fall. Michael schreibt gerade... Hi, sweetie. How do you? Man sollte doch wissen, ich kann keinen Dirty Talk. Ich hab gefragt, wie es ihm geht. Jetzt nochmal. Jetzt schreibt mir zurück. Wie ist das Leben? Hä? Michael, du bist strohdumm. Ich hab dann eben mit diesem Michael geschrieben oder Michael. Und der war schon ziemlich dumm. Also er war ziemlich dumm. Es gibt noch weitere hier. Aber ich kann sie alle nicht anlacken. Ich kaufe das ganz sicher nicht. Vergiss es. Nein! Oh, ich bin gerade voll überfordert. I'm so stupid next to you. Well, that's true, actually. Du bist wirklich dumm neben mir. Ja, kann ich jetzt begehen? Bye. Aber zumindest bist du heiß. Also ich finde schon, da kann man nicht meckern. Es ist schwierig, das zu sagen. It's okay. Ich hab's dann nochmal aufgegeben, weil ich mir dachte, okay, bye. Basketball ist... Hä? Alter, der ist echt strohdumm. Ganz ehrlich, ich mach jetzt Schluss mit dem. Nee, sowas braucht man nicht im Leben. Wirklich nicht. Gut aussehen und nicht seine Birne haben. Bye, Michael. Das zweite Spiel, das wir gespielt haben, hieß Mini Boyfriend oder Mini Pocket Boyfriend oder so ähnlich. Das ist eben diese App. Mini Boyfriend, Pocket, whatever Dings. Und ich dachte mir so, voll süß, so ein kleiner Boyfriend in deinem Handy drin. So ein kleiner Boyfriend in deiner Tasche drin. Das ist... das ist voll falsch. Und ich habe mich dann für Alejandro entschieden. In meiner Hose. Wen will ich? Alejandro. Hola, Alejandro. Ich miete dich jetzt ab. Hey there. So. Oh, hallo, Alejandro. Ich habe gerade Alejandro getroffen. Die Grafik ist auch on fleek, muss ich mal sagen. Was mache ich jetzt mit dem? Ich habe es nicht ganz gecheckt, ehrlich gesagt, weil das Spiel besteht daraus, die Aufmerksamkeit von diesem Alejandro oder von deinem Boyfriend eben auf dich zu ziehen, indem du Minispiele spielst. Das ist im echten Leben genauso einfach. Ja, auf jeden Fall habe ich mich da gar nicht mal so gut angestellt. Auch hier die Aufmerksamkeit und die Attraction, also die Verbundenheit zu mir, steigert, wenn ich mich mit ihm weiter abgebe. Das heißt jetzt was? Leute mit Alejandro to increase his attraction. Ich habe gerade Twink gelesen, nicht Wink. Okay. Das sind Minispiele, um seine Attraction zu... Wäre das immer so einfach im Leben? Oh mein Gott, okay. Und ein Zwing... Ah! Das ist voll schwer, ohne Scheiß. Oh dear. Hat er mir gerade ein Minusherz gegeben? Alejandro! Ich dachte, wäre was Besonderes. Und da war es mal richtig halt verkackt, mehrmals. Irgendwann habe ich es allerdings irgendwann mal hinbekommen, irgendwie Punkte zu landen. Aber ich habe auch dann schnell gecheckt. Das bringt mir irgendwie nicht so viel im Leben. Ich würde gerne... Yeah, that's hot! Auf Zwinkern des Smileys zu klicken ist so hot. Habe ich jetzt einen Plus bekommen? Zwei Plus sogar? Alejandro und ich werden Soulmates, Alter. Oh, wir spielen Huggen. Bei guten Hugs, Umarmung kommt immer auf die Stärke, auf das Timing und auf die Richtung. Wie im echten Leben natürlich auch. Du musst auf den Boyfriend tippen, wenn das Spinning Wheel auf grün zeigt. Ah! Ist voll schwer. Pretty good, actually. Ich habe noch einen bekommen. Ich habe dann schnell gecheckt, dass zwischen mir und Alejandro, das wird nichts. Es sind einfach zwei Welten, die nicht zusammenpassen, einfach weil...
Ich mag keine Minispiele. Awkward. Ich bin so peinlich. Er hat mir gerade ein Minusherz gegeben, weil ich nicht huggen kann. Das sitzt tief. Okay, wir spielen mal kurz das Kiss-Spiel. Vielleicht seid ihr nicht mal attracted to me. Ah, so einfach ist es also, okay. Was ist denn das da hinten für ein Walross? Ja, und jetzt? Oh, ihr liebt mich. Die letzte App oder das letzte Game, das ich probiert habe, hieß dann Cutie Live oder so ähnlich. Und da ging es ihm darum, dass du der Bürgermeister in der Stadt bist und ihm deine eigene Gay Parade eben Zeugen aufbauen, kreieren musst, um eben die Stadt auf Vordermann zu bringen. Sprich, die Stadt konnte man nur upgraden oder eben besser machen, indem man eben Gay Parades macht. Was ein ziemlich geiler Grundgedanke ist, irgendwie für so ein Game. Ich finde es für ein Game. Hallo Bürgermeister, willkommen in unserer Stadt. Jedes Jahr ehrt die Stadt LGBT, bla, Pride Parades. LGBT steht für Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender. Wusste ich noch gar nicht. Oh, wir haben sogar ein City Magazine. Starting out. Das ist so meine Agenda, für was ich alles machen muss. Ich muss also jetzt einen Stand machen und irgendwas upgraden. Okay. Okay, ich würde gern erstmal. Das ist mein Stand. Candy Stand. Grüße gehen raus. Und jetzt muss ich eben das hinstellen. Okay, great job. Okay. Hat sogar Regenbogenfarben. Das Ladeding. Richtig lustig. Und ich fand es sehr süß gemacht. Auch diese ganzen Ladebalken von Häusern oder so waren alle in Rainbow Flags gemacht. Fand ich sehr, sehr süß. Und also, das ist so eine Art Sim City mit Gay Parades. Fand ich ziemlich lustig und ziemlich süß, muss ich sagen. Okay, jetzt muss ich ein Greenhouse bauen. Ich mache so mal so einen Eichelbaum. Eichenbaum dahin. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Ich kann noch mehr über die LGBT-History in diesem Ding lernen. Ich habe ein Buch drüber geschrieben, Darling. Ich muss jetzt eine Parade, eine Gay-Parade machen, das Haus zu upgraden. Oh mein Gott, ich kann jetzt schon eine Parade machen? Geil! Ich kaufe Bikers, Schiffe und jetzt kann ich meine Parade starten. Wie cool. Tap to start. Wie cool! Das ist aber so ein Spiel, muss ich sagen, da muss man echt dranbleiben. Das kann man nicht in 10 Minuten spielen. Das ist so ein richtiges Aufbauspiel, ein Upgrade-Spiel. Da hatte ich ehrlich gesagt keinen Nerv dafür. Aber wenn wir das nochmal spielen wollen oder das nochmal ein bisschen genauer betrachten wollen, sollen, müssen, whatever, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, würde mich sehr interessieren. Allgemein, wie gesagt, wenn ihr von zweiten Teil sehen wollt, gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr weitere Apps sehen wollt und ob wir nochmal die Apps nochmal spezifizieren oder nochmal weiterspielen sollen, gerne in die Kommentare. Ich kann sogar die Richtung von der Parade bestimmen. Okay, wir gehen jetzt mal geradeaus erstmal. Das ist voll, ach, das sind die Biker, okay. Okay, es geht los, okay. Wir gehen weiter nach geradeaus. Jetzt gehen wir nach links. Geradeaus, nach links, rechts. Ach, ich kann gar nicht mehr reden. Wird das alles kunterbunt? Wie geil ist es bitte? Heftig, geilomatico. That's quite funny, actually. Upgrade, please. Upgrade, upgrade. Das Spiel ist echt lustig, muss ich sagen. Das waren so die Apps von heute. Das war ein sehr lehrreiches Video. Ich fand die Apps sehr belustigend, auch wenn sie total dumm sind. Also außer dieses Cutie Love, das fand ich ziemlich lustig eigentlich. Michael, ganz ehrlich, wir müssen nicht über Michael reden. Ich habe leider kein Foto für Michael heute. Und Alejandro und ich passen einfach nicht zusammen. Dann würde ich sagen, ihr könnt gerne mal die Spiele selbst ausprobieren und auf Instagram so eine Story machen, wie ihr die Spiele gerade spielt. Und mich da gerne taggen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, abonnieren nicht vergessen. Und ja, ciao.